So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wow, ist das Lore. Wir sind immer noch mitten an der Dunkelküste, laufen gerade durch die Ruinen von Marthystra. Und wie ihr rechts oben sehen könnt, bin ich gerade dabei, mich zu versuchen, in einen Dungeon-Browser einzuhacken. Das heißt, je nachdem könnte es passieren, dass diese Folge keine Wow, ist das Lore-Folge wird, sondern doch eine im Dungeon mit Renadiel. Aber da ich schon relativ lange warte, habe ich gedacht, ich nutze einfach die Zeit. Denn ich kann ja jetzt hier auch nicht ewig unter Tage Würgetang farmen. Also ich meine, kann ich schon. Aber ja, da komme ich auch nicht vorwärts, ne? Also ich meine jetzt so weder mit Renadiel noch im Leben. Insofern habe ich mir gedacht, probiere ich jetzt mal, wie ich das am gescheitesten verknüpfen kann. Denn das ist tatsächlich für mich noch nicht so ganz klar, ob ihr sozusagen, also ob sozusagen auch die Leute, die Renadiel bei WoW das Lore verfolgen, auch im Dungeon gucken, ja, oder ob das zwei unterschiedliche Personengruppen sind, sozusagen. Also, das, ja. Insofern lasse ich das mal weiter getrennt, weil ich das nicht so ganz entscheiden kann, beziehungsweise wissen kann. Und werde mal gucken, was ich machen sollte, sobald der Dungeon-Invite kommt. Ich vermute im Moment, dass ich dann einfach weiter aufnehme und die Folgen nachher aneinander klatsche. Was ja auch ganz lustig ist. So, was bist du denn eigentlich? Du bist eine Tante, die hier so am Arbeiten ist und hältst mich davon ab, das Magus-Königskraut einzusammeln. Das gefällt mir aber gar nicht so gut. So, zack, 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 Rubidubidubi. So. Alles klar. So. So, wir sind gerade unterwegs. Für alle, die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben, zum Mondsturz, zu Jägerin Sandrya im Splitterspeertal-Bein-Gedöns. Wieso werde ich denn jetzt hier... Aua. Hallo. Aua. So, ich bin noch nicht ganz wach, ich gebe es zu. Letzte Nacht war lang, sage ich mal. Und das, obwohl es nicht in Kreuzberg war. Kreuzberger Nächte ist egal. Vielleicht auch gar nicht so lustig. So, Wir sind jetzt jedenfalls hier und laufen hier hoch. Hier sehen wir auch das Zeichen der Horde. Das heißt, hier sind unsere Elfenfreunde schwer am Kämpfen. Der Imperator ist schon schwer am Sicken, ne? Aua. Okay. Wir laufen hoch, wir laufen hoch, wir laufen hoch. Und früher wollte ich ja immer hier von den Mondwachen, also Schildwachen, wollte ich immer, schade, sieht man gerade nicht, doch hier, so eine Glefe haben. Die fand ich super mega gut. Leider hat sich das noch nicht so ergeben, dass ich jemals eine bekommen hätte. Und jetzt, wo man die Kriegsglefen mit den, na, wie heißt es denn? Mit den Demon Hunters kriegen kann. Ist ja auch nicht so richtig, ne? Denn die haben ja, also das sind ja mehr so Schwerter. Und gar nicht so kriegsgläfig Gedöns. Ach so, hier fliegt übrigens gerade Pyrigos durch die Gegend. Ich habe ein bisschen weiter geübt mit ihm. Und wir sind auf Stufe 8 angestiegen. Leider sind wir zwischenzeitlich auch einmal verstorben. Ja, aber das macht ja nichts. Denn man kann ihn ja kostengünstig wiederbeleben. So, wer bist du denn? Ich bin geehrt. Ja, gut. Wer bist du denn? Ich bin geehrt. Seid ihr hier, um euch dem Angriff anzuschließen? Wenn ihr nach Sandrya Mondsturz sucht, findet ihr sie in der Höhle am Ende dieses Tals, wo sie den Angriff auf den Anführer der Splitterspeere leitet. Wo ihr schon tot seid, hier seid, könnten wir allerdings auch eure Hilfe beim Zusammentreiben des restlichen Stammes brauchen. Zieht mit einem der rachsüchtigen Beschützer los und sorgt dafür, dass auch das letzte Gebäude zerstört und der Stamm bis auf den letzten Troll ausgelöscht wird. Wir wollen doch nicht, dass sie versuchen, sich an uns zu rächen, wenn wir nicht darauf gefasst sind, oder? Mögen euch die Sterne leiten. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Und keine Sorge wegen den Trollen am Boden, wenn ihr da oben seid. Sie werden unter den Schritten des Urtums zertrampelt werden. Urtum? Urtum. Geil. So, Schritten des Urtums zertrampelt werden. Laufen wir dann... Ah ja, okay. Wir haben jetzt hier so ein eigenes Urtum. Kann ich das mal gerade... nee, das kann man nicht sehen.
Das ist sozusagen nicht vorgesehen, dass man das Uhrturm sieht. Also sowas, und da sitzen wir jetzt drauf. Also hier, ja. Ich kann es leider nicht raus- oder reinzoomen. Das geht jetzt hier nicht. So, ach so, das ist das hier. So, rabum! Und ich kann auch gar nichts anwählen. Ich drücke einfach wahllos Tasten. Das kann ich sowieso am besten. Einfach mal wahllos Tasten drücken. Hier ist aber jetzt nichts. So, Splittersperrgebäude 3 von 6 zerstört. Gucken wir, ob wir hier drüber laufen können. Lauf, 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 lauf. So, und auf wie geht's? Ziel muss sich vor euch befinden. Ist hier ein Ziel? Nee. Hier ein Ziel? Hier ein Ziel? Ja, da war ein Ziel. Rabum! Und komm jetzt hier. Rabum! Und komm jetzt hier. Rabum! Rabum! So. Dann geben wir das wieder ab. Liebes Uhrturm, komm, wir gehen hier rüber. Uhrturm, Uhrturm. Oh, das Uhrturm kann sogar schwimmen. Habt ihr das gesehen? Hier ist richtig Schwimm-Action mit dem Uhrturm. Haha. So, alles klar. Ja, vielen lieben Dank, liebes Uhrturm. Jetzt machen wir noch ein Selfie mit dem Uhrturm. Moment. But first, let me get a selfie. Zack. Das ist nämlich, glaube ich, ganz lustig. Nee, ging das nicht so? Nee, so ging das, ne? So ging das, genau. Und Pyrrhigos muss auch mit drauf, so. Zack! Alles klar. Haben wir? Wie ging das jetzt? So ging das. Meine Güte, dass ich aber... Ich finde diese Selfie-Steuerung nicht so unglaublich einfach, ne? Da bin ich tatsächlich ein bisschen... bin ich ein bisschen hackelig immer. So, Kilo. Ich nur Allah. Ihr habt euch dort oben hervorragend geschlagen. Wir können von Glück reden, euch bei uns zu haben. Ich habe noch keine Nachricht über ihren Anführer erhalten. Wenn ihr noch nicht mit Sandria in der Höhle am Ende des Tals gesprochen habt, solltet ihr das unbedingt machen, bevor ihr wieder aufbrecht. Okay. Elun, erleuchte euren Weg. Elun, erleuchte euren Weg mit der Taschenlampe. Ja, das macht sie auch. So, Taschenlampe. Hier hoch müssen wir, glaube ich, ne? Komm, nehmen wir mal hier das Pferdchen an. Das Pferdchen, das eigentlich ein Hirsch ist. Und dann flitzen wir hier mal hoch. So, wer bist du denn? Ach, du möchtest auch gerne mit uns mal spielen, ja? Gut. Aha. Das ist ein Champion. Champion der Splittersperre. Der ist sehr Champion gewesen. Übrigens kann ich mal gerade die Rolle der Intelligenz, die wir von Pyronios bekommen haben, liebe Grüße an der Stelle, mal gerade nehmen, denn das hier wird uns ja jetzt helfen, Intelligenz um 5 erhöht. Und ich habe ein Rezept gefunden letztens mit Alchemie und das habe ich ja gelevelt, geskillt, gesteigert, bin jetzt ganz toll und habe jetzt das Elixier der schwachen Beweglichkeit. Ist das nicht super? Das nützt uns gar nichts. Aber das Intelligenz der Weisheit, genau, Elixier der Weisheit, das nützt uns was. Und das können wir jetzt demnächst auch benutzen. Ist doch gut, oder? Ich freue mich jedenfalls. So, Jägerin Sandria Mondsturz. Ich nur Allah. Seid gegrüßt, Druide. Habt ihr den Pfeil? Ja, hier Pfeil. Gut, euch zu treffen. Ich habe von euren Anstrengungen, uns zu helfen, gehört und ich muss zugeben, dass ich von eurer Hilfe gegen die Trolle ein wenig beeindruckt bin. Vielleicht treffen wir uns später hier hinter dem Stein. Wir befinden uns am Ende der Schlacht und ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ja, sind wir. Auf uns warten ihr Anführer und seine Leibwache. Meine Schildwachen sind bereit, seine Leibwächter auszuschalten. Wir warten nur auf diesen Pfeil, um das Schicksal ihres Anführers zu besiegeln. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit für den Angriff seid. Sobald meine Schildwachen die Höhlen stürmen, werde ich den Schild des Anführers zertrümmern und wir werden ihm gemeinsam entgegentreten. Schlagt geschwind zu und wir können diese Bedrohung für unsere Ländereien hier und heute beenden. Wir warten nur auf euch. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. So, sprech. Ich bin bereit. Beginnt mit dem Angriff. Lasst uns dieser Bedrohung durch die Splittersperre ein für alle Mal ein Ende setzen. Schildwachen zum Angriff. So, Jokil, der Jockel der Gemeine. Der gemeine Gemeinde. So. Wo ist der Jockel gemein? Eieieiei. Okay. Ich mach mal so. Sag ich mal. So, ich mach auch mal so. So, verängstigt. Jetzt war ich schon hinter dem Stein, wo ich mich gleich mit dem Linken treffen wollte. Hallo. Ist ein bisschen nervig. Kann mal jemand was machen hier?
So. Zack. Sehr gut. Der Brief von Garrosh Höllschrei bestätigt den Verdacht, der während der Offensive im Splittersperrtal aufkam. Die Anwesenheit der Verlassenen bei den Ruinen des Turms, die Vorräte der Horde und ihre Vollstrecker im Kriegslager der Splitter sind erst der Anfang. Garrosh selbst hat die Splitterspeere kontaktiert, um die Offensive in Richtung Laudanelle zu treiben, und es scheint, als habe er offensichtlich auch vor, von Süden vorzustoßen. Glynda Nal Shea benötigt diese Informationen, um die Nachtelfen auf den Angriff vorbereiten zu können. Sehr gut. Das machen wir. Wir bringen den Brief dahin, freuen uns. Wir stehen tief in eurer Schuld für alles, was ihr getan habt, um diese Schlacht zu einem glücklichen Ende zu bringen. Es geschieht nicht oft, dass wir einen derart eindeutigen Sieg davontragen können. Aber wie es scheint, steht hinter dieser Verschwörung mehr als nur der Stamm der Splitterspeere. Wenn ihr seine Leiche noch nicht nach Informationen durchsucht habt, solltet ihr dies tun, bevor ihr weiterzieht. Ja, Erfolgsfortschritt, die Splitterspeere. Dann können wir mal gerade reingucken. Was haben wir hier noch? Hier ist, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Nö. Hier sind nur diese lustigen Tafeln, die ja... Oho. 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 So. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Diese lustigen Tafeln, die man ja auch ausgraben kann, wenn man als... hubala. Genau. Wenn man als Archäologe unterwegs ist. Da habe ich übrigens auch sehr viel Lust drauf, dass wir mal in die also beim Ausgraben sind. Das wird bestimmt auch lustig. So, und ich denke gerade vielleicht, wenn wir jetzt da sowieso nach Laudanelle müssen, könnten wir ja sogar... Wie wär's? Ja, wäre eine gute Idee, wa? So, ich habe gerade nochmal die kurze Pause genutzt, um ein bisschen Kaffee zu trinken. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. So, und dann sprechen wir mit Glynda. Das war die mit dieser etwas affektierten Stimme, glaube ich. Moment. Werden wir ja gleich hören. Ich bin geehrt. Ihr seid zurück. Ich habe gehört, die Schlacht ist gut verlaufen. Wieso fragt sie das denn? Das ist so richtig, das ist so richtig Frau. Ich habe gehört, die Schlacht ist gut verlaufen. Nun, das sind in der Tat beunruhigende Neuigkeiten. Ich werde sofort Boten nach Eschental senden und versuchen, Verstärkung für sie aufzustellen. Ich kann euch für all eure Hilfe in diesen schlimmen Zeiten nicht genug danken. Heldenhafte Taten wie die euren verdienen eine Belohnung. Ich glaube, ich habe etwas, das euch gute Dienste leisten wird. Ja, prima. Silbergestankte Stiefel, die sind gut, und... der Umhang ist nicht gut. Kein Wunder, wir haben ja auch den Umhang noch aus dem Dingsbums. So, wir nehmen die silbergestanzten Stiefel. Freuen uns ein zweites Loch in den Popo. Und haben jetzt mit einem Mal ganz viel, merkt ihr das? Hat sich jetzt was getan, denn Grimklau war ja hier, der war ja hier vorhin noch, ne? Und jetzt ist er aber schon da und so. Was führt euch hierher? Ich möchte euch meinen tiefsten Dank für eure Hilfe aussprechen. In meiner Trauer habe ich euch zuvor nicht die Dankbarkeit entgegengebracht, die ihr verdient hättet. Vielleicht gehen wir hier mal hinter den Baum und ich zeige euch, wie dankbar ich bin. Ohne euch wären wir jetzt wohl nicht mehr hier. Seid euch gewiss, dass ihr hier immer Freunde haben werdet, und sorgt euch nicht um meine Einsamkeit. Grimklaue ist gute Gesellschaft und er bietet mir mehr Trost, als ich erwartet hätte. Na, chicka, chicka, chicka. Nehmt dies und unseren Segen, bis wir einander wiedersehen, Renadiel. Ja, prima. Wir kriegen beides. Geil. So, wir haben ein Wäldchen bekommen, Leute. Das habe ich zum Glück erst 2 von 3 Mal. Ich würde sagen, wir machen uns einen Spaß daraus. Und schenken dieses Wälkchen an Pyronios. So, Achtung. Hopp. Post versenden. Schade. Ja. Moment, das können wir trotzdem machen. Post versenden. Pyronios. Moment, verwelkte Wälkchen. Euer Liebten. So sprach man früher.
Zerellian, er hat ein bisschen viele, ein paar viele Konsonanten, ist nicht schlimm. Zerellian Weißhaupt hat mir ein Wälkchen gegeben, um mich darum zu kümmern. Da ihr die Gnade hattet, mir Pyrigos zur Beaufsichtigung zu überlassen und ich mich seiner angenommen habe, wollte ich mich nun erkenntlich zeigen und euch mit dem verwelkten Wälkchen Zumba Tralala, so heißt es, habt ihr mitgekriegt, ne? Hat es ja vorhin nochmal vorgestellt. Zumba Tralala und euch erkenntlich zeigen, beglücken. Leider hat dieses sich in meiner Wade verbissen und lässt sich seither nicht mehr lösen. Daher werde ich nach einem anderen Mittel suchen müssen. So. Seid gegrüßt, Renadiel, Druide der Nachteulen. So, jetzt haben wir mal dem Pyronios eine Post geschickt. Zack. Zack. Ja, wir haben jetzt dieses Wälkchen, dann nehme ich das mal, denn wenn ich es nicht loswerden kann, dann nehmen wir es gerne auf. Jetzt nehmen wir die Schildwache Lendra, die schon wieder so ein bisschen so spricht, habe ich das Gefühl. Der Schattenhammer. Eine Gruppe von Schattenhammer-Kultisten hat südwestlich von hier ein Lager aufgeschlagen. Sie stellen eine Armee von Wasserelementaren zusammen, die gegen Lordanel eingesetzt werden könnte. Ihr Anführer, der Hochkultist Azerin, hat einen Pakt mit den dunklen Göttern geschlossen, die seinen Kult Macht über die Elemente gewähren. Kümmert euch darum, bevor es zu spät ist, Renadiel. Der Kataklysmus hat die Elemente verwirrt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie genug Elementare haben, um unsere Verteidigung zu übermannen. So, und noch die Schattenhammerpläne. Wir wissen nicht genau, welche Ziele die Schattenhammer-Kultisten südwestlich von hier verfolgen. Wir fürchten, sie wollen Lordanel angreifen, allerdings können ihre Motive weitaus tiefer liegen. Begebt euch zum Lager der Schattenhammer und besorgt ihre Pläne so schnell ihr könnt, Renadiel. Uns bleibt möglicherweise nicht viel Zeit. Lebt wohl. So. Ich glaube, dass wir jetzt an der Stelle sind, an dem Cataclysm, also die Erweiterung Cataclysm einsetzt. Weil ja auch vom Kataklysmus geredet worden ist. Das heißt, wahrscheinlich ist zu Vanilla-Zeiten hier vorher Schluss gewesen. Und es geht dann erst weiter. Ja? Das ist ja auch ganz... es geht also im Grunde genommen, ist man dann weiter geritten. Nach wo auch immer hin. Großer Uhu. Ja, wir wollen großer Uhu erlernen. Komm, großer Uhu. Ja, großer Uhu. Sehr groß und sehr Uhu. Ist man dann weiter geritten. Nach ins Eschental. Und jetzt haben wir schon die Erweiterung, die uns hier ein bisschen ermöglicht, weiter in diesem Gebiet zu questen. Ich trinke nochmal ein bisschen Kaffee, Moment. Ist schön, wie ich auf der Tonaufnahme immer sehen kann, dass in der Zeit dann überhaupt nichts passiert. Kein Geräusch, kein gar nichts, dann weiß ich, dass alles richtig eingestellt ist. So, wir nehmen mal... Das ist zu weit entfernt! Na, ist eine Frechheit! So. Das Silberblatt und ich glaube, da vorne ist eine Wilddornrose, die können wir ganz gut gebrauchen. Wobei auch Margus Königskraut nicht schlecht wäre, ist aber Wilddornrose tatsächlich. Sehr gut. So, zack. Das nehmen wir mit. Und ich will auch immer ein bisschen gucken hier auf Kräuterkunde, denn da brauchen wir noch vier.
Klamotten einzufangen, bis wir einzusammeln, bis wir 125 haben und dann auch möglichst bald in den neuen Bereich gehen müssen. Nämlich zum Trainer und dann sagen, hallo, hallo, wir möchten wieder weiterlernen. Und dann sagt der Trainer, alles klar. Und dann kann ich wieder alle 150 Pokémon sammeln und das ist dann wirklich toll. Also, ja. So, ihr merkt, derselbe bekloppte Fuchs wie immer. Fuchs! Und ja, Pyrrhigos ist auch mit dabei. Ich glaube, Pyrrhigos war ein bisschen traurig, dass wir uns nicht bei Pyronios erkenntlich zeigen konnten. Das stimmt mich persönlich auch ein bisschen traurig. Aber wir haben uns ja immerhin mal mit euch gemeinsam einen Brief geschrieben an ihn. Ich finde, das ist auch schon mal was. Pyrrhonios, oder? Ich glaube, das ist schon mal was. So. Mondkinngestalt. Zack. Fanatikerin des Schattenhammers. Wenn es sehr unangenehm ist, dass wir jetzt dieses Wäldchen in der Wade haben, ne? Ist auch nicht schön. Ja, man hat so seine Probleme als Druide der Nachteulen. So, zack, zack, zack. Robidubidubi. Wir haben den ersten Fanatiker getötet. Nehmen einmal das hier mit. Und kriegen dann schon einen freundlichen, aber bestimmten Dolch in den Rücken. Das kann man doch immer gebrauchen. Übrigens habt ihr vielleicht gesehen, dass ich die Wucherwurzeln bekommen habe. Hier, Wucherwurzeln. Ich warte eigentlich drauf, dass ich endlich mal einen Counterspell kriege. Ich weiß gar nicht, ob Druiden das überhaupt haben. Counterspell. Ich habe irgendwie das die Hoffnung tief in mir drin, dass sie das hätten, aber vielleicht ist das auch Quatsch. Das kann ja auch Quatsch sein, ne? Man weiß es ja nicht. So, den haben wir auch mitgenommen. Gucken wir mal hier gerade. Schattenhammer Pläne 2. Wo sind denn hier noch welche? Da liegt noch einer rum. Ja, das nehmen wir in einem Rutsch direkt auf. Das wird nachher alles auseinandergerupft. Achtung! So, etwa 20 Minuten später habe ich die Burg Schattenfang aufgenommen. Es geht hier tatsächlich heute Schlag auf Schlag. Schlake auf Schlake, wie man auf Englisch sagt. Und das könnt ihr nachsehen im Dungeon mit Renadiel Folge 3, der Burg Schattenfang. Und jetzt sind wir vom Schattenfang zu Schattenhammer und es ist alles sehr schattig hier. Also ein schattiges Plätzchen in der Sonne haben wir uns hier verdient. Und ihr merkt vielleicht, dass es jetzt schon mal ordentlich viel mehr abgeht. Das hängt mit Odos Leihstab. Odo, ja, einer meiner Lieblingscharaktere auch. How to come from Hölzchen auf Stöckchen, ja, das ist auch wichtig. Ja, wenn man das nicht kann, kann man keine LPs machen. So, also vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Odos Leihstab hilft uns jetzt sehr. Odo, mein Lieblingscharakter aus Star Trek Deep Space Nine. Was auch meine Lieblingsserie ist. Naja, es ist ja tatsächlich, also eigentlich so, wie dem auch sei, denke ich auch viel. Jetzt gucken wir hier mal gerade rein und freuen uns, dass wir Hochkultist Arzerin haben und seinen wütenden Gezeitengeistfreund. Finde ich nicht so nett, aber was soll's. So, und wir müssen mal gerade heilen, denn das haut ein bisschen arg rein, was der hier macht. So, zack, 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 zack. Und er kriegt noch ein bisschen Solarzorn obendrauf. Zack, so, tot ist die Nummer. Alles klar, jetzt müssen wir noch ein paar Fanatiker töten. Sehr, sehr gut. Und wenn wir das hier fertig haben, werde ich die Folge mal beenden, denn bei mir geht es ja in einem Rutsch weiter. Ich habe jetzt schon mit der Wartezeit am Anfang Stunde 8 auf dem Tacho beim Aufnehmen. Was natürlich nicht sei, also was ihr jetzt nicht mitkriegt, weil die Folge davor waren ja jetzt nicht eine Stunde lang. Aber ich habe ja so lange schon gewartet, bis ich den Invite hatte und habe mich dann dazu entschieden, doch das im Grunde genommen in einem Rutsch sozusagen aufzunehmen. Ja, und deswegen ist jetzt hiernach eigentlich relativ bald Schluss. Wundert euch deswegen bitte nicht. Aber da ich am Montag leider nicht aufnehmen kann, das ist nämlich die Folge 18, glaube ich. Ne, 19. 18 nehme ich ja gerade auf. Denn in Folge 19, naja, warum ich nicht aufnehmen kann, habe ich in der im Dungeon mit Renadiel 3 geguckt, gesagt. Schaut euch das an, dann wisst ihr das. Warum ich da nicht aufnehmen kann. Wird jedenfalls so sein. Deswegen muss ich noch eine Folge aufnehmen, sozusagen zusätzlich, damit das alles gut klappt und fluppt und was weiß ich nicht alles.
Und dann laufen wir. Lauf. So, wo sind wir hier eigentlich gerade? Wo muss ich hin und warum? Das ist ja eigentlich nochmal zurück nach Laudanel, wa? Dann würde ich sagen, porten wir uns doch zurück. Denn porten ist auch gut, denke ich so. Ja, warum nicht? Port. So, zack, da sind wir wieder. Und wieder hier rüber gelaufen. Ne, nicht hier rüber, sondern wir sprechen hier mit dem... Man sieht auch aus wie eine Wurst, ne, oder? Leute, was denkt ihr? Also ich finde, man sieht auch sehr wurstig aus hier, meine Güte. So, wir sprechen hier mit Schildwache Lendra. Hopp. Sie ist geehrt. Der Schattenhammer. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Renadiel. Der Schattenhammer ist ein gefährlicher Kult. Die Gefahr, die sie darstellen, zu unterschätzen, wäre die Tat eines Narren. Fanatischer Treter. Habt ihr die Pläne, Renadiel? Ja. Ausgezeichnete Arbeit, Renadiel. Gebt mir einen Moment, nochmal euren Namen zu sagen, Renadiel, um mit ihren Plänen vertraut zu werden, Renadiel. So. Bei Elun anscheinend haben einige derer, Renadiel, die wir nach dem Angriff auf das alte Aubardine, Renadiel, totgeglaubt, Renadiel, hatten, Renadiel, ein Flüchtlingslager außerhalb der Ruinen der Stadt aufgeschlagen. Die Kultisten am Lager des Schattenhammers hatten vor kurzem Prozess mit ihnen zu machen. Bloß gut, dass ihr ihre Stellung so erfolgreich anreifen konnte. Trefft Priesterin Alynia im Flüchtlingslager östlich des alten Aubardine tief im Süden. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war unsere heutige Doppel-Dreifach-Fünffach-Folge. Zumindest von der Länge, die ich gerade am Aufnehmen bin. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Und sag mal, bis dahin. Ciao, ciao.